Wunderschönen Montagabend. Willkommen zurück zu Im Kopf des Feindes. Jacko ist Jailer. Mal schauen, was er mit dieser wichtigen Rolle anstellen kann. Immerhin ist er ein Noob, aber mal gucken. So, erstmal schauen, was für eine Zusammenstellung wir haben. Wir haben Jacko Momolna. Unten links sehen wir ihn. Und es ist eine Custom-Runde mit einem Invest, einem Protective, einem Killing, einem Support, 4 Random Towns. Der Godfather hat nur 2 Random Mafia. Und wir haben hier den ersten, der das Random Neutral claimt, weil er Survivor sagt. Martha Covey ist es. So, erstmal den letzten Willen machen und Dean Winchester mitnehmen. Du hast dein Hashtag noch nicht, Jacko. Ich hoffe, das wirst du noch hinkriegen. Thomas Danforth lief gleich mal. Hat keine Lust mehr. Mega hat auch schon gelieft. Und im Hintergrund natürlich passend zur Aufnahme wieder ein, meint, er müsste hier vorbeifahren. Das ist so nervig. Das ist wieder so typisch. Ich habe jetzt 2 Stunden lang nicht aufgenommen. Es kam kein Auto vorbeigefahren. Jetzt, zack, boom, was ist? Da kommen erstmal ein Laster vorbei. So, jetzt wird hier Jacko reported erstmal die beiden Lever mit dem neuen Report-Tool. Bei Mega hat er es schon gemacht. Thomas Danforth folgt sogleich hier. Sehr schön machst du das, Jacko. So gewissenhaft. Ja, es ist Thomas Danforth. Du hast schon recht. Ich muss mal ganz kurz abchecken. So, jetzt hast du das auch hinbekommen. Herzlichen Glückwunsch. Und Samuel Paris, der Invest, ist tot. Er hat in der ersten Nacht Supreme untersucht. Damit ist natürlich Dean Winchester, der eben gejailt war, auf jeden Fall verdächtig. Ich meine, es gibt noch 4 Random Towns, also alles noch möglich. Aber trotzdem. Der Doktor hat gelieft. Damit ist die Protective-Rolle weg. Mal gucken, was Danforth war, der andere Lever. Könnte Jester sein oder irgendein Mafia, die er nicht will. Framer oder sowas. Retri. Da lief der Town Support. Wow. Einfach nur wow. Ah, Jacko hat ausgestellt, dass seine Chat-Geschichten hier umgeschrieben werden. Das ist ebenfalls ein neues Feature. Ja, jetzt wird es natürlich etwas interessanter. Es gab sonst keinen Kill. Das heißt, es könnte ein Werwolf sein oder ein Aso. Ist hier die Frage. Cypher wird auf jeden Fall mitgenommen. Vielleicht wegen Morning Fellow Humans. Okay. Mal gucken, was er daran gesehen hat. Fest steht, dass Dean Winchester bei mir jetzt schon mal so im Kopf verdächtig ist. Weil hat er Investigator claimt, einer ist schon tot. Natürlich sind es die Random Town-Rollen, die es auch für den Jacko jetzt unglaublich schwer machen. Die können jede Town-Rolle claimen, die sie wollen, weil es ist alles möglich. Außer Retri. Logisch. Oder Jailer. Java is a language. Naja. Es ist a language, lieber Jacko. Außerdem ist Java auch die Hauptstadt eines Landes. Eines, ich glaube, südostasiatischen. Auf jeden Fall eines asiatischen Landes. So. Erstmal fragen hier, was Cypher für eine Rolle hat, nach seinem Claim. Claim Medium, möglich. In der letzten Runde hat er, in seiner letzten Ranked-Runde, hat er Medium exekutiert. Was tut der Jacko? Ein Medium-Claim ist halt immer so eine Sache. Ja, aber Jacko, jedes Medium würde Medium claimen. Vergiss das bitte nicht. Vergiss das nicht. Das Problem ist, es gibt halt keine Möglichkeit, es nachzuweisen, weil der Retri gelieft hat. Und es kann sonst nichts geben. Ist halt möglich mit dem Medium claim. Es ist so eine Sache. Der rückwärts geschriebene Stalin ist tot, genauso wie Calvin Jones. Scheint ein Werwolf-Kill gewesen zu sein. Wenn das der Fall ist, steht fest, Cypher kann kein Werwolf sein. Sonst wäre Jacko tot. Noch ein Invest. Jetzt wäre für mich spätestens Dean tot. Weil 3 Investigator ist sehr unwahrscheinlich. Vor allem, wenn wir ein Medium-Claim haben. Mal schauen, was hier der Calvin Jones war. Gut für Jacko, wenn er Mafia wäre.
Ja, gut, das ist der Lookout, ein weiterer Investigative, wird auch direkt reported, das ist richtig, wegen Harassment. Richtig, wegen Hate Speech, das ist korrekt. Und jetzt ist für mich Dean Winchester auf jeden Fall tot. Es gibt einen Lookout und einen Invest, die tot sind. Das sind zwei Random Towns. Er claimt drittes Random Town auch als Invest. Schwierig. Schwierig, meine lieben Freunde, sehr schwierig. Ja, hätte ich auch gemacht, Choco. Das ist auf jeden Fall was, was ich instant auch gemacht habe. Wahrscheinlich wird der Consigliere sein, hat deswegen Invest geclaimed. Aber trotzdem. Die Wahrscheinlichkeit, dass es noch einen Investigator gibt, ist so gering. Oh, Dildat Lawson fragt nach Chacos Rolle. Hier eher so ein bisschen passiv oder gar nichts schreibend. Ah, er fragt jeden nach einer Rolle. Bleib bei Dean. Bleib doch bei Dean. Warum wechselst du jetzt auf Dildat Lawson? Gia didn't answer. Oh! Easy kill! Easy, da hat er sich verraten, der Mafioso. Lol. Wie er Mafia ist. Selbst wenn er Executioner ist, war das dumm, aber dieses direkte Sorry, I was AFK. Es ist ein Instant, das hat er vorbereitet. Der ist Mafia. Jawohl, Jaco, schönes Näschen gehabt. Egal, was er geclaimed hat. Er ist sogar Exe. Ist sogar richtig, da habe ich jetzt sogar gedacht, echt, der wäre Mafia. Aufgrund dieses vorgeschriebenen Textes. Ich dachte nicht, dass er sofort realisiert hat, dass er gejailt war. Aber der Invest hat Deo dort Lawson ja untersucht. Kein Muffkill, interessant, dann war er wohl das Target. Der Werwolf kann es nicht gewesen sein, der ist nicht immun. Ist für mich auch ein Reportgrund, wenn er AFK war. Dann soll er nicht spielen. So, Executioner down. Damit ist das Evil weg. Aber es sind noch drei Mafia plus ein Werwolf. Das heißt, die Tau muss bald anfangen zu killen. Jetzt tut sich hier Jaco nochmal selbst loben, einfach nur damit er nicht selbst wie Jailer wirkt. Java, kannst du mitnehmen? Marfa jetzt auch noch mit dem Aufsprung hier, warum sollte ich? Also, ich würde jetzt als Jaco sagen, warum sollte ich? Ah, ja, genau. Warum soll ich euch meine Rolle sagen? Was ist da los? Er ist wieder hochgewählt und dann muss er sich revealen. Lol. Ja, weil ich Survivor bin. Ja, natürlich ist es Mafia. Dean, Ma Dean. Nimm doch Dean Winchester mit, Jaco. Sehr schön, haste. Das habe ich vorhin schon gesagt. Du hörst mir einfach nicht genug zu. Sehr schön, jetzt ist Dean Winchester auch mal tot. Das war doch klar. Nachdem er Invest claimt und zwei weitere investigative Rollen tot sind, frag mal so ein bisschen nach möglichen Hinweisen vielleicht. Oder lass es ganz sein, das ist eine andere Möglichkeit. Execute, er antwortet nicht, er schreibt nichts. Kill. Töte ihn! Warum fragst du bitte nach seiner Rolle? Du weißt doch, was er geclaimed hat. Jaco, hast du nicht aufgepasst? Ja, leider. War richtige Entscheidung. Auf jeden Fall. Die Frage ist, oh, Potato noch tot? Wenn es gut läuft, sind zwei Mafias tot. Oh. Keine zwei Mafias. Könnte der Werwolf gewesen sein, der Dean Winchester. Und er war Spy.
Jetzt wäre er spätestens eh tot gewesen. Der Winchester. Ja. Schönes Lied. Und es war der Godfather, das heißt, die Mafia hat einen Mafioso gehabt. Das ist ärgerlich. Sie verrafft jetzt auch, hey. Das heißt, da ist ein Mafioso. So. Jetzt wird Java mitgenommen, okay. Yes, it appears there was. Das nicht appears. Es ist so. Sonst hätte es keinen Mafia-Kill gegeben. Leute, Leute, Leute. So, du hast noch eine Exekution, mein lieber Jocko. Du musst eigentlich hoffen, den neuen Godfather zu finden. Instant Execute solltest du nicht machen. Lol. Nein, glaube ich nicht. Noch ein Spy wäre zu krass. Das wären echt alle Random Towns als Invest. Ist zu langsam. Du warst zu langsam, Chaco. Du warst zu langsam. Da konnte der Spy nicht mehr antworten. Das hast du zu knapp gemacht. So, letzte Exekution eventuell. Wir werden das sehen, ob er ein 3 für 3 macht. Er claimt Medium. Ah, lauter Medium Claims. Execute. Mach, hau ihn weg jetzt. Das ist kein guter Test. Execute. Ich hätte exekutiert. Ich hätte ihn auf jeden Fall exekutiert. Und es sieht nach keinem Mafia-Kill aus. Also hast du den Godfather gefunden. Ja. Easy. Ah, jetzt hat er den noch schreiben können. So, damit ist der Spy confirmed. Ja. Easy vote. Ist doch easy. Jungs, ihr habt es doch. Jaco, du hast es doch schon. Java ist auf jeden Fall Godfather. Herzlichen Glückwunsch. Verdammt. Entschuldigt. Das war eine spontane Aufnahme, weil ich gerade eben erst den Text, die Folge von Jaco bekommen habe. Jetzt muss ich hier ganz kurz mal leise stellen. Das ist mir jetzt aber echt peinlich. Mich ganz kurz dem Herrn Blankwürfer schreiben, dass er das gesprengt hat. So. Ja, er ist confirmed. Spy. Sehr gut, Jocko. Java. Wählt Java. Nimm doch, ja. Und James Russell hat geliebt. Was mit Cypher los ist, hat sich vielleicht verklickt. Die Frage ist auch, was haben die Invests noch zu sagen? Der Stalin müsste doch auch irgendwas wissen. Puh. Fragwürdig. Kann Bett sein. Na, also dann Inno. Es ist doch Java. Java ist es und Cypher ist es. Das heißt, Martha Corey ist confirmed. Könnte der Werwolf sein. Wir wissen es nicht genau, weil James Russell noch offen ist. Nee, ich will nicht exekutieren. Es ist keine Werwolfnacht, glaube ich, oder? Jetzt kommen wieder alle Autos. Das ist Werwolfnacht. Das ist ärgerlich. Jetzt musst du exekutieren. Exekutier doch einfach, Jocko.
Er lügt ja auch. Er lässt es hier langsam angehen, der Chaco. Jetzt muss er hoffen, dass der Werwolf gelieft hat. Wenn der Werwolf gelieft hat, dann ist es gut für die Town. Werwolf hat ihn nicht gekillt. Es wird auch keinen Mafia-Kill gegeben haben. James Russell, der Lever, ist wahrscheinlich der Werwolf gewesen, damit hat die Town gewonnen. Weil Java ist confirmed Godfather, Supreme ist confirmed Spy, Grimlock ist confirmed Killing. Jetzt wird er noch schnell hier reportet und alles wird dunkel bei mir gerade. Oder bei ihm wurde alles dunkel. So, er war der Werwolf, ja. Damit ist Cypher und Java confirmed. Sag einfach, Java und Cypher sind's. Java und Cypher sind's. Cypher wispert jetzt schon mit dem Spy rum. Ja. Jaco, du hast sie erwischt. Weht sie einfach hoch, komm. Ihr weht Java hoch, du killst Cypher. Weil da ist ein weiterer Spy. Ein weiterer Spy heißt, es kann kein Medium geben. Was heißt so, there is a chance? Jaco, du weißt es. Es muss Java und Cypher sein. Es kann kein Medium geben mit dem confirmten zweiten Spy. Und krass ist halt wirklich, dass vier Random Towns alle invest sind. Sehr schön, Jaco. Jaco, perfekt. Du hast es begriffen. Kriegst jetzt wirklich hier einen verdienten Applaus. Der ist nicht sarkastisch gemeint. Ich hoffe nur, dass du schnell genug auf Java wechselst für den Fall das, denn er ist der Gottvater. Du hast wenigstens keinen Wechsel auf Java. Jaco! Schön, Jaco! Sehr gut! Mann, Jaco, du hast ja was drauf. Ich bin überrascht. Perfektes Timing noch bewiesen. Sehr gut. Chapeau, hast super gespielt, dagegen kann man nichts sagen. Schreib in die Dead Note noch rein, dass Cypher confirmed böse ist. Schreib's noch rein, schnell bitte. Komm schon. Schreib rein, dass es Cypher sein muss. Er kann kein Medium sein. Oh, ein bisschen Roleplay. Jaco macht mit Java rum. Gut, bei der Werwolf gelieft hat, war es natürlich einfach für die Town. Wenn der Werwolf gekillt hätte, wäre es anders ausgegangen. Fest steht, die Town gewinnt das. Die kann es nicht mehr verlieren mit Vett, Grimlock, den confirmed Spy und Jaco, der Jailer. The Last Mafia ist Cypher. Und es war wirklich ein Survivor, der bis zum Ende lebt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Korrekt. Nochmal zusammengefasst. OMI? Ja, natürlich bist du. Korrekt. Jaco? Gut. Sehr gut. Ich kann da nichts mehr zu sagen. Ich bin überrascht. Nein, Martha kann nicht am Lügen sein. Es könnte auch trotzdem kein Medium sein, weil sie wäre Survivor, wenn du Random Neutral. Völlig wurscht. Du kannst keine Townrolle claimen, wenn es nicht möglich ist. Jaco, du nimmst mir alles aus dem Mund. Oh. Los, Spy. Spy, was ist los mit dir? Jaco muss ihn festnehmen, die kriegen es nicht gebacken, wie es scheint. Und jetzt wählen sie den Survivor noch hoch. Krass. Wie unnötig ist das denn? Beende doch einfach die Runde. Jaco, du hast alles richtig gemacht. Die Town wollte wohl noch ein bisschen länger spielen. Ist korrekt von dir, Jaco. Alles richtig gemacht. Gut, diese Erklärung, I claimed it night one, ist jetzt nicht so gut, ja. Ja, das verpasse ich auch immer, dass noch diese Verteidigungszeit ist. Er kann nicht Cypher killen. Inno und dann wähle Cypher hoch.
Oh, da wird er echt noch schuldig, das Ball. Wie unnötig. Jaco, du musst Ziffer festnehmen. Genau. Ah, hast du schon. Mann, du bist richtig gut, Jaco. Jetzt freut er sich noch. Für was denn? Das mache ich auch immer. Diesen Doppelklick nochmal. Einmal rausnehmen, die auswählen, dann nochmal reinwählen. Das war so offensichtlich. Ich weiß nicht, warum der Spy das nicht begriffen hat. Der Spy hätte inzwischen wissen müssen, wer was ist. Vor allem gab es nie irgendwelche Zweifel an dem Survivor. Niemals. Tut mir leid, Martha Corey. Sie hat für mich den Sieg verdient gehabt. Er kann ja nicht mehr exekutieren, weil er den Executioner mitgenommen hat. Wobei ich wirklich dachte, er wäre Mafia, weil dieser Text so vorgeschrieben wirkte. Ja, muss doch. Och, Siffer. Aber der Jaco war hier wirklich solide. Gibt noch ein bisschen Roleplay hier zwischen Siffer und dem Jaco. Hat seine drei Kills gemacht, die waren alle richtig. Zweimal den Godfather erwischt. Glück, dass der Werbe vergangen ist. Und natürlich auch Glück mit der Zusammenstellung, dass bei vier Random Towns viermal Town Investigators kommt. Mit einem Investigator, zwei Spies und einem Lookout. Was ist mit Supreme jetzt los? Es labert ihr ja noch Müll. Ich meine, das wäre jetzt voll lustig, wenn sie ihn jetzt hochwählen würden. Jaco hat auch keinen Bock mehr auf diese Fats. Er will auch einfach nur, dass das Ding jetzt hier beendet wird. Just for the lols. Jetzt komm, bitte, wählt ihn hoch. I Skype with the other spy. Wie schlecht. Jetzt wähl ihn hoch. Jetzt, was ist los? Jaco, du musst Ziffer mitnehmen. Jaco, du musst Ziffer mitnehmen. Oder opfert den Spy. Das ist auch okay. Solange du mit dem Grimlock. Nimm Ziffer mit. Nimm Ziffer mit. Schnell, 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 schnell. Jaco. Mann, Nometer. Mach doch nicht so, Fetz. Jetzt wollen sie es hier noch in die Länge ziehen. Was ist mit dem Supreme los? Was ist nur mit diesem Supreme Sys los? Oh je. Ich kann euch sagen, dass das noch ein bisschen dauert. Ein paar Minütchen. Die Frage ist nur, wird es jetzt zum Unentschieden oder nicht? Jaco spielt hier ein bisschen mit Ziffer. Schön, dass Ziffer relativ ähnlich klingt wie Syphilis. Naja. Dann sollen sie jetzt einfach den Supreme hochwählen und danach den Ziffer hochwählen. Es können nicht zwei Idioten dabei sein. Ja, reported for game throwing, korrekt. Weil er kann kein, wenn er die Mafia wäre, wäre das trotzdem Game Throwing, weil er nicht killt. Und es wäre Skype-Cheating gewesen mit dem anderen Sky, mit dem anderen Spy. Von daher, so oder so, es ist auf jeden Fall Beschiss. Das ist ein bisschen nervig mit diesem schwarzen Bildschirm auf einmal. Den gab es vorher nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber egal. Komm. Das zieht sich jetzt immer so, jetzt weht den Ziffer hoch und dann macht hin eine Leute. Jetzt weht Quimlock auch noch gegen Jaco. Was ist hier los? Was ist hier bitte los? Na, komm, jetzt habt nicht so einen Faxen gemacht. Das sind alles drei Premades.
So ein Schwachsinn. Es ist, was soll denn der Müll? Noch würde ich sie nicht reporten. Noch können sie innocent werden. So ein Schwachsinn. Wow. Einfach nur wow. Einfach nur wow. Ihn nicht, er hat innocent. Ja gut, er hat's mit versaut. Aber vor allen Dingen der Supreme. Also das ist einfach nur. Das kann's nicht sein. Was für ein kleiner Vollidiot. Ich hätte gern mehr gesagt, aber ich muss aufpassen. Mir sind da schon gerade andere Wörter jetzt durch den Kopf gegangen, die ich raushauen wollte. Aber ich hab's gelassen. Also so ein Schwachsinn. Das ist nicht normal. Wie kann man denn bitte so dumm sein und sich auf so ein Spiel anmelden und dann meinen, wir versauen allen anderen das Spiel, nur weil wir irgendwelche kleinen Vollidiotenkinder sind, ja, die nichts im Hirn haben außer Scheiße. Und Java ist auch noch ein Vollidiot dazu. Grimlock lief jetzt hinterher. Wow. Also wirklich. Was für kleine Scheißkinder da unterwegs sind. Einfach nur krass, ey. Ist nicht normal. Und jetzt ziehen sie es noch länger in die Länge. Was sind das denn bitte für Scheißkinder? Also, ich weiß nicht, wie Jacko da ausgerastet ist in dem Moment. Ich habe leider keine Tonspur von ihm. Das wäre sehr lustig. Ich würde es jetzt gern reinspielen. Ja. Aber geht halt nicht. Ich habe nur seine Videodatei. Was heißt, hey, Mafia could won. Mafia gewinnt, weil sie Vollidioten sind. Außer sie ziehen jetzt auf den Unentschieden raus. Ja, schreib's hin. Hau raus, Jaco. Ich bin voll auf deiner Seite. Cypher is playing good game? Was ist denn mit dem los? Was labert denn der Dean Winchester wieder für einen Müll? Oh, meine Fresse. What did they do? Oh, Jaco, bitte sag, du hast den Vollidioten. Bitte sag, du hast den Idioten. Komm schon, tu ihn bitte einfach nur muten. Ja, natürlich. So, ich kann euch aber sagen, es sollte die letzte Nacht sein. Hoffe ich, weil ich habe keinen Bock, hier noch 2 Nächte lang irgendwie mich zurückzuhalten und Beleidigungen gegen diese ganzen Vollidioten rauszuhauen. Vor allen Dingen werden sie irgendwann wirklich etwas drastischer als nur Idiot oder Scheißkinder. Man könnte auch den Klassiker von Mittermann bringen, dass es Arschlochkinder sind, aber ich glaube, das ist eine Beleidigung gegen Arschlochkinder wiederum. Was dafür wirklich Trottel unterwegs sind, die meinen, sie müssten an das Spiel versauen. Dazu gehört jetzt nicht nur der Spy, sondern auch der Werwolf, der gelieft hat. Der Doktor und der Retri, die beide gelieft haben. Ja, das gehört dazu. Also es sind alles einfach nur solch armselige Gestalten. Das ist so nicht normal. Dann startet man kein Spiel. Das ist das Problem, dass das Spiel sehr günstig zu kriegen ist, für unter 5 Dollar. Und es auch kostenlos im Browser spielbar ist. Das ist so schlimm. Da kann jeder Vollidiot sich einen Account machen. Jetzt wird er nochmal ein bisschen hinterher reportet. Toll ist, du kannst jetzt mehrfach reporten, das ist cool. Ah, nee, doch nicht. You already have. Good job! Oh, Junge. Okay. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Seid beim nächsten Mal dabei, wenn es weitergeht. Bis dahin, noch einen schönen Abend. Und ciao.